Alle, wo dabei sind, auch in dem Jahr 100, zum 180. Wahlkampf, glaube ich, so sage ich, der Ofen der Saatschulhütte schlägt das Herz von Hauge ganz sicherlich, aber ich glaube, Herr Borowski auch von der ganzen Stadt Lörrach. Man kommt von nah und fern, trifft sich da oben und es ist einfach ein riesiges Fest. 180 Jahre, wenn man zurückdenkt, 1839, ganz andere Zeiten, der Großherzog war da, das Großherzogtum, der ist gerade am deutschen Zollverein beitreten, das war die EU von damals, wie man es übersetzt, der Johann Peter Hebel, unser großer Heimatdichter, ist vor 11 Jahren gestorben gewesen und 10 Jahre später ist ein gewisser Struve gekommen und hat die erste Revolution in Deutschland gemacht, also es waren auch damals durchaus bewegte Zeiten, das kann man so sagen und es hat sich aber gehalten natürlich seit 180 Jahren. Der Struve ist schlimm, das Großherzogtum gibt es nicht mehr, aber die Holsteig-Rieg, die gibt es immer noch. Also großes Kompliment und mal einen großen Applaus schon mal von Holsteig und das Komitee. Es ist, denke ich, ein großes Fest und wenn man sieht, weil das mit dabei ist, Dankeschön an alle Vereine, den Musikverein, die beiden Gesangvereine, der Motorradclub, natürlich nicht zum Vergessen, ohne die ging das alles nicht und es ist ja in der Gemeinde wie im Wald auch, der Mischwald ist der gesündeste und der stabilste und so ist es halt in der Gemeinde und der Stadt auch, viele unterschiedliche Menschen, viele unterschiedliche Interessen gehen der schönen Gemeinde. Ich wünsche jetzt der diesjährige Holsteig-Rieg zum einen beim Wetter, Herr Torowski, dass wir heute noch Wetter hin, dass vielleicht der Sonne doch noch ein bisschen rausläuft. Auf jeden Fall alle, die steigern, dann, dass sie genau der richtige Steher steigert und ihnen da viel Freude mit hin. Herzliches Dankeschön nochmal an alle Vereine und an das Holsteig-Kriegskomitee. Herr Torowski, Dankeschön. Ja, danke für die nette Worte, Herr Oberbürgermeister. Und jetzt übergehen wir im Ortsvorsteher. Geschätzte Bürger, Bure, Alemanne, Holzfäller und andere Fallesteller sind herzlich willkommen an der Saatschulhütte im Haugerwald. Ich begrüße euch alle aus nah und fern, die den Weg gefunden haben zu der heutigen 180-jährigen Jubiläums-Holzversteigerung im Haugerwald. Der Förster Markus Dischinger und die Rheinfelder Forstbetrieb Frank Keller haben wieder genau 100 Ster Buchenholzscheit in 35 Doppelster und 29 Einzelster hergerichtet. Außerdem 46,2 Festmeter langes Brennholz auf 12 Lose mit Poltergröße zwischen 2,6 Festmeter bis 6 Festmeter an Hauger frischer Luft bearbeitet und hergerichtet. Ein herzlicher Dank dem Motorradclub und dem Vorsitzenden Dennis Radasepp für die zuverlässige, umfangreiche Bewirtung mit Speis und Trank im Haugerwald. Ich bedanke mich beim Holzversteigerungskomitee und dem Vorsitzenden Gerd Turowski für die umfangreiche Organisation zum 180. Jubiläum der Hauger Holzversteigerung. Wir alle wollen die Tradition lebendig erhalten, zum Holzsteigern mit viel Spaß, Gaudi, Überraschungen und Musik unter der Mitwirkung des Musikvereins Hauinge und den Männergesangvereinen Hauge und Wolbach im Haugerwald als Ort der Holzversteigerung, der Begegnung, des Gesprächs und der pure Freude in der freien und frischen, gesunden Natur am Lagerfeuer. Nun darf ich hochoffiziell folgende Bekanntmachung und 10 Thesen zur Hauger Holzversteigerung in Schrift, Amts- und Hochdeutsch verkünden. Erstens, das Holz liegt vom Versteigerungstag an auf Gefahr des Käufers. Zweitens, die heutige amtliche Protokollführung übernimmt die vereidigte Schriftführerin Bärbel Asal aus Umweltschutzgründen und Froschgefahr nicht mit Tinte, sondern mit Holzblei auf Holzpapier. Drittens, das Holz darf jedoch erst nach Bezahlung der schriftlichen Rechnung auf das Konto der Stadtkasse Lörrach in Eurowährung, nicht in Lire, vom Standort abgefahren werden. Viertens, der Steigerer muss das 18. Lebensjahr vollendet, das 108. Lebensjahr aber nicht überschritten haben.
und ist an sein mündliches Gebot und Ehrenwort gebunden. Fünftens, ohne Loszettel darf kein Holz aus dem Haugerwald abgefahren werden. Der Loszettel ist von der Ortsverwaltung an die angegebene Privatadresse, wird zugesandt. Sechstens, der Loszettel ist auf Verlangen dem Forstbeamten vorzuzeigen, dass sonst die Abfuhr verweigert wird. Siebtens, Holzdiebe werden mit der ganzen Schärfe des Gesetzes bestraft und erhalten auf Lebzeit ein Betretungsverbot im 416 Hektar großen Haugerwald. Achtens, Loszettel, welche bis zum 30. April 2019 nicht eingelöst werden, werden anderweitig vergeben. Neuntens, die Holzabfuhrfrist wird spätestens auf 1. September 2019 festgelegt. Brennholzanschlag für Buchenscheid pro Stär sind unverändert wie in den letzten Jahren 50 Euro pro Stär. Und fürs lange Brennholz 55 Euro pro Festmeter. Zehntens und letzter Punkt. Als untere Polizeibehörde, aber mit hohem Ansehen, weise ich vorsichtshalber darauf hin, dass jeder Besucher und Teilnehmer der heutigen Holzversteigerung auf eigene Verantwortung steigert, trinkt und isst und dafür selbst bezahlt. Jeder ist für einen sauberen Abgang und geradlinigen Heimgang noch vor Sonnenuntergang aus dem Haugerwald selbst verantwortlich. Ortsverwaltung Hauge, den 26. Jänner 2019. In diesem Sinne erkläre ich als badisch-demokratisch gewählter und legitimierter Ortsvorsteher und Auktionator in Anwesenheit des Oberbürgermeisters und Holzprinzen Jörg Lutz, der Bürgermeisterin und Holzprinzessin Monika Neuhöfer-Aftitsch die traditionelle Hauger Holzversteigerung für eröffnet. Ich wünsche uns allen eine zünftige Versteigerung, gute Preise, viel Spaß und Fröhlichkeit, trockenes Wetter und nasse Kehle. Dankeschön. So, Dankeschön, Günther. Und jetzt, bevor es